Apropos Herberge, derweil können die anderen aufwachen. Ausgeruht, frisch und munter. Ein gutes Essen, was vor euch auf dem Tisch steht. Auch einen Moment lang hämisch daran denken, wie die anderen vermutlich in der allerschlimmsten Absteige in der ganzen Stadt leben müssen. Nun, ich muss sagen, ich will nicht sagen, ich hatte mir mehr erhofft, aber den Umständen entsprechend haben wir, denke ich, gute Arbeit geleistet bis hierhin. Aber hast du irgendwas gefunden? Einige, sagen wir, Umstandsindizien. Offensichtlich hat der gute Donatian einige größere Umarbeiter am Pfauenpalast zu seiner Zeit bewerkstelligt. Ich will keine unbewiesenen Behauptungen in den Raum werfen, aber so oder so könnte es sein, dass, wenn er Geheimnisse hatte, diese vielleicht eher dort verortet sind. Zumal, wenn die Akademie welche hat sie die jetzt nicht mehr. Das hört sich ja schwierig an. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Ich bin mir sicher, dass sich Mittel und Wege ergeben, wenn die Notwendigkeit besteht. Wir sollten allerdings mit der Capitania sprechen. Ja, das bestimmt. Und vor allem nicht hier. Das Einzige, was ich mich an diesen Laden hier erinnern kann, ist, dass er wohl Ohren hat. Ja. Ja, und während du das sagst, kannst du sehen, wie wohl irgendwie neben dir am Tisch ein Mann aufsteht. Ich habe gehört, ihr wollt in den Palast. Nun, wenn wir eine Audienz bekommen, aber ich habe gehört, dass die Empfängnisbereitschaft dort gemischt ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch reinbringen. Tatsächlich. Erlaubt mir erst einmal, ja, Serpentilio erhebt sich noch am Tisch, mich vorzustellen. Gorio Delazar aus Brabak. Könnt ihr gut trinken? Ich habe zu meiner Zeit ein oder zwei gehoben, aber vermutlich wollt ihr euch eher an meinen tapferen Kameraden hier wenden. Ja, du kannst sehen, wie vor dir so ein... Er ist echt klein, also selbst für einen Thylamiden. Also nicht mal die 1,60 hat er wohl geschafft, aber er hat große, breite Arme und einen grauten Bart, so als würde er ein Veteran aus irgendeinem Krieg sein. Also ziemlich bullig, gibt er dir die Hand. Ich bin Faruk ibn Faruk. Ein angenehm, eure Gesellschaft zu machen. Also ich habe gute Kontakte in den Palast rein. Wie gesagt, ich habe nur mit einem halben Ohr gelauscht, deswegen weiß ich nicht genau, was ihr da jetzt wolltet, aber wenn ihr in den Palast rein wollt... Geht uns tatsächlich um die Begutachtung seiner baulichen Einzigartigkeiten, von denen ihr ja dann wohl sicherlich bereits gehört habt. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin nur zum Saufen da. Zum Saufen, tatsächlich. Ist es normal, dass man dorthin zum Trinken eingeladen wird? Eigentlich nicht, aber ich bin wegen Yashild da und Yashild ist... Naja, Yashild ist eingeladen. Aber wenn ich noch andere Trinkkumpanen mitbringe und das Fest größer wird, ist das gut. Nehmen wir an, dieser Yashild ist euer Auftraggeber dann? Yashild ist die schönste Frau von hier bis nach Kuslik. Ah, so ist es gelagert. Verzeiht. Habt ihr noch nie von Yashild gehört? Ich bin nicht von hier, unglücklicherweise. Ach so. Ihr müsst wissen, je mehr ich trinke, desto mehr spreche ich eure Sprache nicht. Dann fall ich immer zurück auf Ferkina. Aber das, ihr wollt ja nur rein. Ich bringe euch rein, ich nehme euch mit. Aber ich will dafür, mal sagen wir, ihr seht wie ein reicher Mann aus. 5 Dukaten will ich haben. Dann bringe ich euch rein. Nun, von Selbstlosigkeit hat sich noch nie jemand ernährt, nicht wahr? Machen wir 4,5. Na gut, 4,5 Dukaten und dann kommt ihr mit mir rein. Und da können wir dann umsonst laufen? Ja, und Drogen nehmen. Und ihr sagt, wenn man mit mehr Gästen ankommt, wird die Party besser? Ja, wir müssen aufpassen. Noch weil ein oder zwei Bekannte. Ihr müsst aufpassen, weil wenn ihr zu viele davon probiert habt oder zu viel Bier oder sowas getrunken habt oder Wein, dann kann es sein, dass ihr am nächsten Tag verheiratet seid. Ja. Was du nicht sagst. Sagt, verzeiht, wenn die Frage etwas persönlich ist, aber ihr seht nicht aus wie ein Ferkiner. Was verbindet euch mit denen? Ich fick mit Yashild, oder was meinst du? Ah, eure Angetraute ist eine
aus dem Bergvolk? Nein. Dann habe ich die Frage nicht verstanden. Nochmal. Ihr sagt, ihr fallt immer auf Ferkina zurück. Ja. Als Sprache. Doch, ich bin Ferkina. Tatsächlich. Verrück, Iban für einen Druck. Das hat man doch. Dann wird es euch sicherlich freuen. Einer meiner guten Bekannten ist ebenso Ferkina. Okay. Vielleicht kenne ich ihn. Ich werde sehen, ob ich ihn euch vorstellen kann. Ja, gerne. Kommt er vom Jeremy Alett oder was? So genau ist mir das nicht bekannt. Okay. Ich denke, er kommt aus der Kekrach. Kekrach? Wo auch immer das sein mag. Für das kenne ich nicht. Ich, ja. Aber wie gesagt, wenn ihr mir 4,5 Dukaten gebt, dann bringe ich euch rein. Wann ist denn das nächste Fest? Täglich? Also jede Nacht? Nee, täglich nicht, aber jetzt die nächsten 2-3 Tage sind täglich welche. Es sind halt viele Leute da, so ich irgendeine Valena Monionello oder so, Kalima Sabayeruda und ich habe die gestern alle kennengelernt. Gestern war auch schon so ein Fest. Der Eunuch ist auch immer da. Die ganzen Geweihten und hier dieser Salamon eben da Fahr, der Mondsilbervisier ist da, Ishana Alkira ist da, das ist dieser Schwertmeisterin, diese Balayanerin. Von der haben wir das selbstverständlich bereits gehört. Und hier dieser Asaban, deswegen bin ich ja hier, also. Das ist ein Abt aus vom Raya-Kloster aus den Bergen. Der ist jetzt auch hier. Deswegen ist jetzt gerade jeden Tag ein Fest. Asaban. Und Mustafa bin Ali ist auch hier. Novalis. Welch glückliche Umstände also. Nun, dann ist es abgemacht. Ich denke, wir treffen uns zum Sonnenuntergang hier. Ist es eine gute Zeit, um bei so etwas aufzutauchen? Ja. Außerdem gibt's eine Tänzerin, Arisha Sabakasa, tanzt den Tanz der sieben Schleier. Die ist geil. Also ich finde, ich bin ja wegen Yashil da. Wenn ich nicht wegen ihr da wäre, dann würde ich halt mit der ficken, aber geht ja nicht. Ich bin aber Yashil, gespannt. Yashil ist schon eine hübsche, Mann. Die stelle ich dir auch nachher vor. Ich freue mich jetzt bereits. Okay. Bis dahin muss ich aber erstmal muss ich pissen. Da muss ich mir irgendwas suchen, damit ich wieder nüchtern werde bis nachher. Ich habe gehört, einfach einen Konter zu trinken soll helfen. Das habe ich gestern schon versucht. So, wir sehen uns nachher. Ich gehe erstmal kotzen. Prost. Ich blicke leicht irritiert in die Runde meiner Kameraden. Ging um einiges leichter, als ich dachte. Leicht, denkt ihr nicht? Ja, auf jeden Fall. Wir sollten das im Auge behalten, aber die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten erst einmal zum vereinbarten Zeitpunkt später am Treffpunkt den Treffpunkt aufsuchen und mit den anderen sprechen. Ja, ich würde auch noch zu gerne den Zug nochmal aufsuchen, aber ich glaube, das wäre nicht klug. Es wäre nicht klug, uns aufzuteilen, und ich habe nicht das Bedürfnis, dort hineinzugehen. Das ist etwas, wofür die andere Hälfte unserer Reisegemeinschaft sehr viel prädestinierter wäre. Nur, dass wir diese Scheißstadt nicht verlassen, ohne dass wir diese Nacht erwischen. Nun, hoffen wir aufs Beste. Und wann wollten wir uns treffen? Mittagsstunde, nicht wahr? So sah es aus. Und dann werde ich bis dahin diese Abschrift hier noch fertig machen. Und ich denke, wir haben 1 oder 2 Stunden, Alrike, um uns vielleicht auf dem Markt umzusehen. Ja, wollen wir hier was kaufen, was es sonst woanders nicht gibt? Nun, ich dachte, ihr hättet vielleicht Freude an der Gelegenheit, eine fremde Stadt 1 oder 2 Stunden zu erkunden. Ja, Elborum können wir machen. Hervorragend, dann können wir uns bei der Gelegenheit auch gleich über den Feuerschlag informieren. Ja, das soll es wohl nur hier geben. Ebenso. Das könnte sich lohnen, 1 oder 2
Na, jemand hat gesagt, ich soll das nicht nehmen. Das ist zwar gut für die Regeneration, aber man wird davon ziemlich süchtig. Auf dem Bazar verkaufen wir das vor allem nur an einem Tag im Jahr. Wenn wir anderweitig an Feuerschlick kommen müssen, dann sollten wir wieder in den Zug. Das haben wir es da letztes Mal herbekommen. Das werden wir dann herausfinden. Jedenfalls, eure Lehrmeisterin ist von der vorsichtigeren Sorte, wie ich sehe. Wenn man weiß, was man tut, verkocht sich solche Abhängigkeit sehr schnell. Nun, dann schlage ich vor, ihr beide nehmt euch den Vormittag frei, bleibt dabei in der Nähe und dann werden wir uns einen längeren Marktspaziergang gönnen. Und genau das tun wir dann noch. Gut, möchtest du Feuerschlickpulver kaufen? Ja, oder zumindest versuchen. Ich weiß tatsächlich auch outgame nicht, wie die rechtliche Situation ist, ob ich jetzt überhaupt. Es ist ja jetzt gerade nicht Erntezeit, oder? Genau. Du musst es im Zug erwerben. Also du brauchst eine Gassenwissenprobe. Und da gehen wir nicht hin. Ja, nee, ich brauche generell eine Gassenwissenprobe. Also, okay, das auf jeden Fall. Also, um herauszufinden, dass man im Zug kriegen kann. Nee, nein. Also du kannst es auch über irgendwelche Kontore nahe des Hafens kannst du es auch erwerben. Aber das ist dann halt so dieser Schwarzmarkt, ne? Ich möchte angemerkt haben, mir fehlt die Kulturkunde. Ich kann nur mit Südaventurien dienen. Ja, nee, dann wird man dir auch sagen, das kriegt man wohl im Zug, aber man wird dir jetzt keine Probe oder so das geben. Also... Es gibt bestimmt irgendwelche Dinge, wo du es eben kaufen kannst, ohne zum Zug zu gehen. Dir wird wohl gesagt, auf der Vergnügungsinsel bekommt man das über eine Brücke. Da ist aber wohl noch nicht aufgeräumt, warum auch immer. Aber wenn man irgendwie Drogen nehmen möchte und Feuerschlick gehört dazu, dann kriegt man das auf der Insel. Ja, aber in den Zug gehen wir nicht, denn man hat uns ja bereits vor Nachtwinden gewarnt. Oder vor schlimmeren anderen Sachen. Oder vor Taschenleben. Bei Kälbacher habe ich keine Angst. Naja, aber 400 Dukaten, das muss ja einen Grund haben. Ja, aber garantiert nicht, weil sie in dem Business ist, Schwarzmagier, die ihr ein paar Fragen stellen möchten, abzustechen. Ich hätte ja meinen Kontakt für den Feuerschlick angeboten, aber den habe ich leider letztes gestochen. Jedenfalls, wir bummeln dann mit Ulrike-Hippolyta noch irgendwie über den Markt. Wenn sie irgendwie Bock hat, sich es anzusehen, dann lungern wir einfach nur herum, bis es Zeit für unser Treffen ist und bewegen uns dann zum Treffpunkt. Also Hippolyta wird nichts selbst anstreben. Nur dann stehe ich halt irgendwie noch eine Stunde lang vor verschiedenen Marktständen und erkläre ihr, woran sie frische Raunen erkennt und solches Zeug. Gut. Wird sie natürlich schon wissen. Sie wurde bei Nahema ausgebildet und weiß alles. Selbst Nahema weiß nicht alles, denn sie weiß nicht, wie das Pulver riecht, das ich in meiner Hand habe. Riecht an diesem Pulver. Okay, dann könnt ihr euch, wenn ihr sonst nichts weiter habt, zu dem Treffen. Ja, genau, treffen. Alles klar. Ja, dann, also ihr kommt auf alle Fälle aus dem Zug raus und ihr seid der Meinung, dass ihr keine Verfolger habt, keine direkten, aber ihr fühlt euch beobachtet. Könnt dann aber auf alle Fälle diese Beobachter abschütteln. Und wo wolltet ihr euch treffen? Im Effa-Tempel? Ja, am Effa-Tempel. Nicht im. Okay, am Effa-Tempel. Ja, das soll auf alle Fälle gelingen. Der Effa-Tempel ist von minderer Qualität, war sicherlich mal besser vor langer, langer Zeit, aber es wurde kein Geld investiert und auch von Gerüchten her soll wohl die Tempelvorsteherin Delphinia nicht mehr wirklich dazu in der Lage sein, diesen Tempel ja reinlich zu halten. Wenn ihr euch also vor dem Tempel trefft, könnt ihr sehen, wie da wohl auch Algen hervorwachsen und irgendwelche kaputten Gwenpetrö-Steine sind da wohl angebracht, die wohl ausgebrannt sind oder so, wie kaputte Lichter hängen sie dort in der Decke, spenden da wohl kein Licht mehr und nur noch träumt, ja, düsterer, dämmeriger Schein, der dann aus dem Tempel selbst nach draußen dringt. Wirkt gar nicht mehr blaues Licht, sondern graues Licht. Ne, da drüben, ich sehe ihn. Ja, das ist der Truck, den kann man wirklich nicht übersehen. Ja, ist schwer, das zu übersehen. Ich werfe nochmal einen Blick über meine Schulter und dann gehen wir wohl auf die anderen zu. Ah, da seid ihr endlich. Ja, da seid wir. Da sind wir. Hat man euch, verfolgt man euch? Vermutlich. Ich glaube, wir haben einen von diesen Nachtwinden getroffen. Also ich weiß es nicht genau, aber er warf einen Zauber auf mich, einen Heldig-Zauber. Oje. Ich denke nicht, dass man uns aufgespürt hat, aber
Nun, jetzt ist es dann vermutlich sowieso zu spät. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, Kapitän. Ja. Welche möchtet ihr hören? Die schlechten zuerst. Nun, die Akademie ist ziemlich leer gefegt von allem, was man als nützlich und oder wertvoll bezeichnen könnte. Wir konnten nur oberflächliche Informationen über unser Ziel herausfinden. Das Relevanteste sei wohl, dass unser Gesuchter wohl seit seines Schaffens einige Umbauten im Frauenpalast veranlasst hat, ebenso die angebliche Verworrenheit seiner Nebengänger. Die gute Nachricht ist, wir konnten jemanden auftreiben, der uns, Blick so auf ihn, uns alle wohl hineinbringt. Tatsächlich? Als Feiergäste. Obwohl er relativ schnell zu uns kam, als wir uns nur teilweise über dieses Problem unterhalten haben. Also Verdächtige. Da sollen wir auch unsere Augen offen halten. Verdächtigerweise, tatsächlich. Aber ich denke, geschenkten Maultieren schaut man nicht ins... Nun, eben jenes. Das ist ein Sprichwort für Narren. Vielleicht sollten wir uns erstmal um diesen Nachtwind kümmern. Er wird uns garantiert aufsuchen. Vielleicht sollten wir ihm eine Falle stellen. Und wie wollt ihr das tun? Und wir warten in unserem Gasthaus, das wir gefunden haben, dort hinten, sagt man die Richtung. Und wenn ihr uns aufsucht, und dann kommt ihr dazu. Oh, Tionin, ich hab dich gerade ins Herz geschlossen. Dein Plan ist zwar scheiße, aber die Idee ist gut. Habt ihr einen besseren? Ich frage ganz oft, ist eigentlich mein Gotongi eines Tages wieder zurückgekommen? Oder ist er auf dem Weg geplatzt? Ich habe noch Dienst dabei. Wolltest du ihn zurückholen? Naja, ich habe ihm einen Dienst gegeben. Du wolltest ihn doch eigentlich. Ich habe ihm einen Auftrag gegeben, den hat er ausgeführt und dann muss er wieder zurückkehren. Okay, dann spürst du, dass er neben dir ist, ja. Okay, gut. Er war die ganze Zeit neben dir. Ja, bleibt da auch. Dienstbewegung ist ja zum Glück umsonst. Nun, ihr solltet auf jeden Fall wissen, wir sind im Gasthaus Schäbaut untergekommen. Und ja, es ist jetzt tatsächlich die Frage, ob wir eventuell unseren Standort wechseln. Andererseits, wir haben es nicht erwähnt. Und wenn wir zurückgehen, was wir müssen, dann kann es sein, dass uns jemand verfolgt und sie auch unsere neue Unterkunft finden. Nun, wenn ihr ein auf Magier spezialisierter Attentäter wärt, wo würdet ihr euch einen Hinterhalt legen? Aber ich schlafe. Dann gehen wir doch davon aus. Es ist übrigens der eine Buchhändler. Wir haben diese beiden Brüder gefunden, die Kanizitianer offenbar die astralen Geheimnisse verkauft haben. Und er nannte noch zwei andere Bücher, die interessant sein könnten. Ein Werk von Niobara. Ich denke, es wird euch mehr sagen als mir. Magicae Rebus Optimus. Die Bibliothek hat ein ganzes Regal voll nur mit Werken von Niobara, aber ein solches war nicht dort. Es soll ein Original sein und er wollte 800 Dukaten dafür, was ordentlich ist, aber wenn es wirklich von Niobara stammt und ein Original ist, ist das vermutlich nicht übertrieben. Nun, wenn sich der Buchhändler als Nachtwind herausstellt, ist seine Lebenserwartung begrenzt. Und nun... mir sicher, seinen Nachlass wird niemand zu genau betrachten. Wenn dort dann ein oder zwei Bücher fehlen, sei es drum. Sie sollten auf jeden Fall die Gelegenheit beim Schopf packen, denn das zweite Buch könnte sogar noch interessanter sein. Denn es scheint ein Beleg für diese unselige Liaison zwischen Niobara und dem Magiergrafen zu sein. Es nennt sich Schwarzer Rosensaft und andere Gifte und soll eine Gemeinschaftsarbeit sein. Frage ganz auf, auch eine solche ist in der Bibliothek nicht mehr verortet, ja? Nein. Hätte mich auch gewundert. Kannst du dich bei Abel mir bedanken? bei Erlan her, oder? Und bei Erlan, ja. Und bei Eltern. Und bei Eltern. Diese ganzen Helden. Ich war ein Gemeinschaftsansprech. Diese ganzen Helden. Wie hätte ich nur... Oh nein, jetzt kommen die Konsequenzen meiner Taten, um mich heimzusuchen. Wer hätte dies nur absehen können? Nun, dann schlage ich vor, wir geben uns heute Abend erst einmal auf die Feier. Schließlich sind wir eingeladen. Und sollten wir uns dort nicht bereits in einen Hinterhalt laufen, werden wir über Nacht vielleicht versuchen, den Spieß zu eurem Erfolger umzudrehen. Habt ihr einen Plan, wie ihr diesem Effekt entgehen wollt?
Ihr, was versprecht ihr euch von dem Ganzen? Nun, konkret. Offensichtlich oder angeblich zumindest gibt es Geheimgänge und Geheimräume innerhalb oder unterhalb des Pfauenpalastes. Vermutlich sind diese eher einfach zu erreichen, wenn man den, ich postuliere mal, aber keine Beweise, dämonischen Effekt der Verschiebung überwinden kann. Es könnte auch ein Einflusszauber sein. Könnte es, aber dagegen haben wir Mittel und Wege. Sagt Dionin, ihr wärt nicht zufällig den Dämonenbann? Ja, aber nicht allzu gut. Dann lassen wir uns vor Ort etwas einfallen. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass wir uns verlaufen und am Ende wieder herauskommen, wo wir waren. Wie man mir sagt, entweder dem Eingang oder dem Thronsaal. Was ist unsere Geschichte, weshalb wir jetzt noch ein paar Söldner angeheuert haben? Oder besser gesagt, Balearian-Schwertgesellen? Sie waren in der Stadt und brauchten Geld. Und mir haben die Geschichten über Mannwider und wilde Verginer in den Bergen doch etwas auf die Laune geschlagen. Während ihr dort am Hafen steht, neben dem Effa-Tempel, könnt ihr wohl hören, wie es einigen Tumult gibt. Und wenn ihr dann schaut, woher das kommt, könnt ihr sehen, wie wohl leicht nördlich von euch einige Wachen jetzt zusammengelaufen kommen. Und die schlagen 20, 25 Wasserleichen nieder, die gerade aus dem Hafen nach oben steigen. Interessant. Was geht denn hier vor sich? Sind das Untote? Erinnert mich schon fast daran, als dieser Hafen, ganze Hafenbecken voller Leichen waren, dieser komischen Fischwesen. Unfassbar, am helllichten Tag zur Preisstunde. Ich möchte mich mal umschauen, ob das die einzige Gegebenheit ist, die gerade passiert. Gut, Sinneschärfeprobe. Also die Wachen werden auf alle Fälle mit diesen Wasserleichen fertig. Die sind nicht allzu schwierig zu besiegen, aber es ist auf alle Fälle verstörend, wie die in aller Selbstverständlichkeit bei Preisschein dann hier direkt in den Hafen spazieren. Gut, die Wachen haben jetzt wirklich keine Probleme, aber Rafim, du schaust dich ein bisschen um. Es sieht vielleicht wie so eine Falle aus, aber es passiert nichts weiter. Du siehst doch keinen. Ich dachte erst, jetzt kommen gleich die Nachtwinde angesprungen. Ich habe gehört, wenn ihr es dreimal sagt, beschwört ihr den Hinterhalt herauf. Nachtwinde. Wache, sag mal, ist das hier normal, dass hier Untote aus dem Meer spazieren? Ja, du kannst darüber rufen, aber die sind gerade beschäftigt mit Kämpfen. Vielleicht solltet ihr nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich denke, die beobachten uns schon längst. Nun, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Müssen wir aber nicht beschwören. Trefft uns zur Abendstunde auf dem Weg zur Palasttreppe. Wollen wir uns wirklich jetzt schon trennen? Wenn Dionin bereits entdeckt wurde, würde ich mich ungern von ihnen trennen, wenn die Nachtwinde es auf ihn abgesehen haben. Sie werden es nicht am helllichten Tag versuchen. Haben es bei uns auch am helllichten Tag versucht. Dann schlage ich vor, ihr haltet euch aus zwielichtigen Gegenden heraus. Das ist sogar nicht weit von hier. In der Gasse. Ein paar hundert Schritt Richtung Süden. Genau das meine ich. Ich erinnere mich, dass ich zu dem Zeitpunkt geschlafen habe. Also am helllichten Tag scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Vielleicht sollten wir trotzdem zusammenbleiben. Ha. Zumindest für mich wurde kurzzeitig vieles hell und als ich meine Augen wieder aufgeschlagen habe, war es wieder hell. Kann auch sein, dass ich das durcheinander bringe. Die ganzen Details davon sind ein wenig unklar. Also ist unsere Tarnung, dass der werte Herr Magister aufgrund eines gesteigerten Sicherheitsbedürfnisses einen ganzen Söldnertrupp angeheuert hat, ja? Wäre nicht der erste Magier, der eine mit sich führt. Nun gut. Es ist dünn, aber und ich bin mir ziemlich sicher, wir können. Ich würde euch wirklich sehr ungern allein in den Palast gehen lassen. Vor allem bin ich mir sehr sicher, dass wir auf mehr als einer Ebene eure sehr spezielle Expertise gebrauchen können. Schließlich kenne ich mich weder mit aranischen Palästen noch aranischen Gebräuchen noch zwangsweise den Bann von vagen dämonischen Effekten aus. Ein kleines Mädchen kommt zu euch. Hey, ihr, Entschuldigung. Ja?
Eine Freundin würde gerne mit euch sprechen. Ich soll euch holen. Hat die Bücher? Wen von uns spricht sie an? Zulamin. Ja. Wie heißt denn deine Freundin? Sie sagte, sie kennt euch und sie möchte mit euch sprechen. Könnte eine Falle sein? Könnte jemand sein, der... Wollen wir diese Gelegenheit wirklich entgehen lassen? Ich wollte gerade sagen. Nun, ja, aber alleine lasse ich euch nicht gehen. Wir sollten zusammen gehen, denke ich auch. Wo will deine Freundin und mich dann treffen? Ihr sollt mitkommen. Wohin? Wo sollst du uns denn hinbringen? Zu der Wahrsagerin.